Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels. Hier ist euer Firenze und wir spielen weiter mit Baldur's Gate in einer ziemlich auswegslosen Situation. Zumindest, wenn es nach ihm hier geht. Aber Markus wird versucht sein, wir versuchen ihn mal zu treffen. Ja, das war schon nicht so schlecht, ne? Müssen auf alle Fälle einen Heal zu uns nehmen. Okay, wir können das nicht rüberschieben, schade. Er will sie K.O. schlagen, wie es scheint, hä? Okay, ja, Jira hat einmal hier gecastet. Das sieht schon ganz ordentlich aus. Das macht ihm leider gar nichts. 32. Ja komm, wir probieren's. Aber er ist im Nachteil. Gehen wir ein bisschen weiter zurück. Jetzt ist es schon besser geworden. Komm, wir probieren's. Vielleicht nehmen wir gleich einen aus dem Spiel. Da ist schon mal einer weniger. Komm. Ah, Scheiße. So, was machen wir jetzt? Heilen wir sie, oder? Und gleich nochmal hinterher, komm. Sie muss leben. Wo ist denn der Pfeil des Ilmater? Da. Ja, das hat ihm doch sehr zugesetzt, würde ich sagen. Wir trinken gleich nochmal einen Heal hinterher. Der ist tot. Sehr gut. Vielleicht nehmen wir ihn hier aus dem Spiel. Komm nochmal. Okay, hat nicht ganz gereicht.
Okay, nochmal einer Minus. Das ist so verkehrt nicht. Ah, diesmal sieht es ganz gut aus. Wenigstens ein Fünfer. Bisschen Heal. 7, okay, immerhin. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Ich denke mal, der da ist auch down. Dank des Fliegens. Na ja, gut, wir gehen dann nochmal rein und trinken den letzten Heiltrank. Okay. Nochmal, das ist... Aber trotzdem. Okay, okay. Die haben halt Scheiße 1. Naja, wir müssen ihn kaputt machen. Warte mal. Vielleicht schaffen wir es ja jetzt. Ne, das ist noch weniger. Scheint ihm mal gar nichts auszumachen. Wir werden Isobel heilen. Und gleich noch einen hinterher. Kritischer Fehlschlag. Wieder einer weniger. Kleine Katze hier neben dem großen Panther ist auch gut. So. Have to keep going. Jawohl, Markus ist gefistet, hätte ich fast gesagt. So, jetzt wird's spannend. Aber schnell rauf. Thank you.
Okay, okay. Es sieht nicht schlecht aus gerade. Wow, wir haben es wirklich geschafft. Was für ein Kampf, oder? Isabel, are you all right? I'm fine. Marcus has been with us since the start. They've been tracking us this whole time. And that was no random attack. You were the target, Isabel. They know how important you are. But they don't know about you. Ketherick will strike again. We need you to strike first. Ja, das sehe ich auch so. Of his invulnerability. Make him mortal so we can make him bleed. Good luck. Na toll. We're in more danger than I knew. If something happens to me, everyone in this inn is dead. Like that. Markus sagte mir, Ketherick wolle euch lebendig bekommen. Warum? Why does a man like him do anything? Power, spite, some kind of twisted nee. Personal morality. I can understand why he'd want me dead. Without me keeping the curse at bay, everyone in this inn, everyone intent on killing him, is dead too. As for why he'd want to take me alive, I don't know. And I don't want to find out. Now that we have you, I hope I won't have to. Jetzt, da wir euch haben, muss ich das ja hoffentlich nicht. Wenn ich erstmal seinen no, Kopf habe. For Ketherick will have none on you. End this. So, wir speichern erstmal ab, weil das war wichtig. Das war wichtig. Wir durchsuchen jetzt erstmal hier alles. Lattenrüstung. Ring des veränderten Körpers, Unsichtbarkeit und Verschwimmen. Das ist doch was für ihn. Gedankenschinder, selten. Jetzt haben wir da schon zwei. Aber das wollen wir ja nicht, wa? Gut. Kann man da was rausholen aus denen? Nee, die sind... Wir speichern ab. Federkiel, Schale. What's hiding here? Geh mal hier raus. Nichts, okay. Aber wisst ihr was? Wir machen sofort Rast im Lager. Und bevor wir das tun... Oh. Wir müssen unbedingt ihm hier noch helfen, wa? Komm mal wieder auf die Beine hier. Sterbend. Shouldn't have wished to live in more interesting times. Komm mal auf die Beine hier. Das haben wir denn bisher noch nicht so gebraucht. Wiederbeleben. Das ist natürlich auch hochinteressant, okay. Leuchtfeuer der Hoffnung. Deine Verbindung gewinnt Heilung die maximal mögliche Anzahl an Trefferpunkten zurück und sind bei...
Ja, ich würde vorschlagen, wir rasten nämlich gleich mal. Weil es war schon ein sehr wichtiger Sieg, glaube ich. Wir beenden den Tag. Oha, was ist hier los? Playtime's over, pet. Oh, I love this time of year. The dickheads start popping up wherever you look. What do you want, Mizora? Drop the attitude and perk up your ears. You've got a new mission. Absolute's cult has gone and grabbed one of Zariel's assets. A devil. And a powerful one at that. They're locked up in the cult's fortress, Moonrise Towers. And you're getting him out. Meinetwegen kann dieser... Was haben sie dieser Teufelin? Wir haben... Und wenn sie gar so mächtig ist... Will, your playmate's wasting precious time. Let's see about getting his priorities fixed. Clause Z, Section 13. Should Promised Soul refuse obeyance or neglect duty, the Pact Holder shall cast the Promised into Avernus as a lemur. I'll make it simple. Will fails or refuses, and he turns to a thick blob of stink flesh and sinks to Avernus. Now, be a good boy and play fetch, pup, or you'll spend an eternity sizzling in the hells. Mizora's words may be flippant, but they are tinged with desperation. She cannot afford for Will to fail this mission. This may be your best chance to negotiate Will out of his pact. Wir retten euren Besitz unter einer Bedingung. Oh, and what condition is that? Your mind links with Will's, drawn in by his increasing panic. What are you doing? Ihr beendet, redet mit Will durch euren Verstand. Will relaxes and your connection fades. Mizora, wir retten diesen Besitz, wenn ihr Will aus seinem Pakt entlasst. Interesting. Now, why should I go letting my favorite pet off his leash? Wir könnten dem Kult gestatten, den Besitz zu infizieren. Es gäbe sicher einen loyalen Sklaven ab. Charisma, Geschichte, Auftreten. Sagen, dass du eine Formel kennst, um den Pakt zu brechen, und einige pseudo-infernalische Phrasen murmeln. Wir probieren das mal. Das ist aber gerade so gut gegangen. Never seen such a fearless display of sheer idiocy. Bravo! Fine. I'll play your game. But I amend the pact once the mission's done, not before. Clause F, Section 9. Soulbinder shall bestow reward or favor only upon Soulbearer's fulfillment of related obligation. Okay. Now, to Moonrise, pet. And do mind the shadows. They've been especially hungry. Das davon haben wir gehört. Zu Bett gehen. Auto auswählen. Lange Rast. Wunderbar. Wir überspringen das mal. Und sollten jetzt wieder ganz hergestellt sein. Okay. Kann sie uns vielleicht noch irgendwas mitgeben, nachdem wir sie geritten haben? Jetzt könnte sie unterhalb sein. Ich habe ein paar Fragen. Ich weiß nicht viel über... Würdet ihr mich erleuchten? Light and dark.
Divine Sisters ever at war. And this place has become one more battlefield. Sometimes life forces us to choose sides. Luckily, sometimes the choice is obvious. Der Fluch scheint sehr mächtig zu sein. Könnt ihr mir noch etwas darüber sagen? It belongs to the goddess Shar. According to the Harpers, it fell here when they defeated Kothric. The one who tried to have me kidnapped. I suppose they didn't defeat him quite hard enough. Naja, gut. Ich glaube, das führt jetzt zu nichts. Was ist diese Elfenwüste? Okay. Wir gucken mal auf die Karte, ne? Finde Schutz vor dem Schandenschwurf. Das sind wir ja gerade. Sprich mit das Teufelsherz. Da gehen wir nochmal hin. Das heißt, wir müssen dazu hier raus, oder? Da, mit dem müssen wir mal kurz quatschen. Aha. Thought I sensed an infernal. What are you doing here? Same thing as you, I reckon. Trying to stay out of the shadows. Hold on. I know you. The weaponsmith, right? Drafted into the blood war when your city was swallowed by Avernus. Not too different from my own story. Well done making it out alive. Same to you. Though unless my senses deceive me, you brought a bit of the hells back with you. Infernal engine? Who needs a heart when you've got one of these to keep you warm? Thank you, Zariel. Forget warm. You're burning up. Might be burning out a piston ring. Or leaking oil. Mind if I take a listen? Please do. I've been dying to find an infernal mechanic. Now that's hot. Too hot. I think I could sort you out. But I'll need some infernal iron and a lot of luck. Wir suchen Eisen. Wisst ihr vielleicht, wo man infernalisches Eisen finden könnte? As a matter of fact, I think I might. I've sensed some in the area. It has a pull to it. Absolutely magnetic. Once you know what you're looking for, I can show you where I'd look. Wir suchen das Eisen. Yes, we will. Sure. Meantime, if you need to so. Everything I have is available. Schwert des Lebensentzugs. Schwert des Lebensentzugs. Was ist das für eine Art ein Kurzschwert? Das ist tatsächlich nicht uninteressant. Krummsäbel. Sollten wir noch ein paar Pfeile mitnehmen? Geld hätten wir genug. Oh, was hat er denn hier alles? 15er. Kettenpanzer. Der sieht doch cool aus. Du erleidest weniger Hiebschaden. Schwere Rüstung. Seltene Ringpanzerrüstung. 17. Also wir kaufen die auf alle Fälle mal. Mittlere Rüstung. Schuppenpanzer plus 1. Schwertmeisterhandschuhe.
bis zum Umgang mit Kurzschwert, Langschwert und Zweihandschwert gibt. Zusätzlich erhältst du einen Bonus auf Nahkampfangriffe. Auch das werden wir, dafür verkaufen wir die wieder. Rüstungsklasse 2. Ja, das brauchen wir nicht. Fellrüstung plus 2. Schwere Rüstung, mittlere Rüstung. Ja, das bringt uns nicht wirklich weiter. Okay. Dieses Schwert, das ist ehrlich gesagt gar nicht so übel, ne? Schwert der Schreie. Wir kaufen das einfach mal. Gut, ich glaube, das war's. So, jetzt gucken wir mal auf die Map. Infernalisches Eisen, das ist ja so weit weg nicht, ne? Wir könnten noch mal kurz in diese Richtung aufbrechen. Wo müssen wir hin? Hier müssen wir rüber, okay. Moonrise, and I have orders to help you. The path to the towers is drenched in blackness so deep even a torch cannot quell it. Yet the cultists have found a way to move freely. Whatever this method, you must claim it. A cultist convoy crosses the land as we speak. I've readied an ambush. Say the word, and we fly. Geht schon mal vor, ich hole euch ein. Sollte Isabels Segen mich nicht beschützen? Isabel's blessing is a palliative, not a cure. Some shadows even her magic can't. Wartet hier, ich brauche noch etwas Zeit. Okay, Leute, ich denke, das ist wieder ein guter Cliffhanger. Lasst uns das mit dem Konvoi in der nächsten Folge angehen. Und ja, wir sehen uns. Macht's gut. Lasst mir eure Liebe da. Bis dann, euer Don Firenze.